Amelie, geritten von Thorsten Schlauch. Er reitet für... Ja, mein Name ist Klaus Schmelzeis und ich bin der erste Vorsitzende des Reit- und Fahrvereins Naschstetten. Wir sind jetzt fast am Ende einer dreitägigen Veranstaltung. Die erste Veranstaltung war am 1. Mai, das war ein Reitertag, der ist fast ausschließlich für Jugendliche vorgesehen, wo eben die jungen Reiter von der Vierzykelklasse bis zur Springprüfung der Klasse A die ersten Erfahrungen auf einem Turnier sammeln können. Und das wurde auch reichlich genutzt. Wir hatten in diesem Jahr 190 Starts gehabt. Das lag deutlich über denen der vergangenen Jahre. Und haben eben gesehen, dass so nach den 2 Jahren Pandemie eben die Möglichkeit des Reitens auf einem Turnier im Wettkampf dann genutzt wurde. Jetzt sind wir hier, die beiden Tage war unser großes Turnier, wo wir dann Springprüfungen haben von der Klasse E bis zur Klasse M. Das Klasse M kommt jetzt hier als praktisch der Höhepunkt des Tages, eine Springprüfung. Die ist kombiniert, die besteht aus einem Parcours, der sofort mit anschließendem Stechparcours dann zu Ende gebracht wird, wenn er die ersten Runde dann mit 0 absolviert hat. Ja, und wir sind insgesamt sehr zufrieden, was ja auch die Teilnehmerzahl angeht, jetzt auf diesem Turnier. Obwohl in der Nähe einige Turniere waren, die uns den einen oder anderen Reiter auch vielleicht abgejagt haben, aber wir sind insgesamt sehr zufrieden, auch zufrieden mit der wirtschaftlichen Seite. Wir haben gute Umsätze machen können und die Kunden haben das auch oder die Laufkundschaft hat es schon sehr genutzt und haben wir bei uns gegessen. Wir waren jedes Mal ausverkauft. Das ist ein gutes Zeichen und so hoffen wir, dass eben auch einiges an Geld übergeblieben ist, was die wirtschaftliche Seite anbetrifft. Denn so ein Verein kostet auch immer sehr viel Geld. Wir müssen jetzt hier an dem Platz noch ein bisschen was nacharbeiten. Da müssen 2 LKWs noch rauf. Also insofern sind wir froh, wenn wir hier ein gutes Ergebnis erzielen. Wird uns weiterhelfen, um dass der Verein eben bestehen kann. Laurus, DM, geritten von Annika Kraselius, die startet für den RFV Buchenhof. Sie bewegt den Parcours mit 0 Fehler in der Zeit von 74,14. Herzlichen Glückwunsch! Zweiter, die 198, Lucanto, geritten von Walter Thomas. Er reitet für den Meckenheimer Reitclub. Er bewegt den Parcours mit 0 Fehler in 74,77. Dritter, die 199, Lucky Girl, vorgestellt von Jakob Kreschel, er reitet für den Reit- und Zuchtverein Mayen mit 0 Fehlern in